Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 411 und stehen wie üblich auch schon an der ersten Mod. Genau, ihr seht es schon, das MF für Metalfach, polnisches Unternehmen, und hier sehen wir einen 3 Meter Grubber. Besonderheit, ich habe hier die Übertragung dabei, wie ihr hier seht. Die Aufhängung dabei, dass man hier noch ein Gerät hinterhängen könnte, wie zum Beispiel eine einfache Sämaschine, weil das gute Stück hier an sich ist ein grober. Texturenmäßig sieht man so, ist alles top aktuell, so wie es sein muss. Ne? Da ist man, hat man keine Beschwerden sozusagen, da läuft alles. So, ich mache das gute Stück mal an. Dann sehen wir nämlich auch hier an der Ecke, wie er es macht. Ne? Da ist ein bisschen Mist, hier ist ein bisschen geflügt gewesen und ihr seht, animationsmäßig und sowas läuft auch alles. Also, was will man mehr? Ich lasse jetzt aber mal hier bis zur Ecke fahren, dann hat man wenigstens so einen kleinen Probestreifen. Ne? Läuft. Ich lasse ihn einfach weiterfahren. Also, funktioniert einwandfrei. Ich gehe nochmal auf, das habe ich glaube ich über einen Hersteller gemacht. Da, Metalfach hat ja auch ein schönes Herstellerschild. Da seht ihr selber, das ist der U818. 3 Meter Arbeitsbreite, 80 PS braucht er. Und man kann das mit dem Hydro- oder ohne Hydro-Pack kriegen. Da seht ihr das Ganze nämlich. Das ist dann die Übertragung nach hinten hin. Da könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr da die 1500 Euro mehr für ausgeben wollt, weil dann kostet das gute Stück nämlich dann 9700 statt 8200. Farblich ist sonst so nichts zu machen. Das ist halt die einzige technische Umstellung, die man dementsprechend noch hat. So, ja, der fährt da hinten. Soll er mal ruhig in Ruhe machen. Ich marschiere zum nächsten. So, Mod Nummer 2, da kommen wir zu diesem guten Stück hier. Da haben wir nämlich einen Grubber, auch vor uns, oder Scheibenhängengrubber, ja, genau. Zuerst im Shop, ne, ist mir das Einfachste, dann labert auch nicht viel drumherum und weiß auch, was das ist. Ich glaube, es steht unter, ne, da unter Grubber stand er. Er steht hier unter Scheibenecken. Da haben wir es selber. Briri ist die Geschichte. Katros 6002-2 erinnert ziemlich an, ja, an einer Bezeichnung von Amazon, wenn man ehrlich ist. Aber wie gesagt, eine sehr schöne Mod. 21.000 kostet das gute Stück, 180 PS, 6 Meter Arbeitsbreite. Und wir können die Hauptfarbe noch ändern in ein Grün. Das ist das alles, was uns hier so bleibt. Und ja, hier sehen wir das gute Stück, sehen Texturen, ist auch hier alles aktuell. Man sieht das schön an den Metallsachen und so. Ne, die ganzen Aufhängungen, Sicherheitsstegel, auch hier die ganzen, ne, Scheiben. Das sieht alles sehr gut aus. Wir wollen das gute Stück mal auseinanderklappen. Das ist einfach nur ein Runterklapper sozusagen. Ne, so sieht das Ganze aus. Was hier noch schlauchmäßig so machbar ist, weiß ich nicht, weil er steht, wie gesagt, unter Scheibenecken. Ich habe jetzt auch keine Behältergeschichte oder sowas gesehen. Ich weiß nicht, ob man den auch noch irgendwie was mit düngen könnte oder sowas. Keine Ahnung, dass das gleich mit eingearbeitet wird. Könnte ich mir gut vorstellen, aber wie gesagt, war halt jetzt nichts extra dabei. Ging hier, glaube ich, nur um das Gerät an sich, aber auf jeden Fall auch diese Verteilung sieht sehr, sehr gut aus. Ne? So, ich wollte eigentlich den Motor anmachen und nicht raushüpfen. So, drück jetzt mal auf, ne? Achso, ich drücke jetzt gar nicht, weil irgendwie habe ich das Ganze hier verbockt. So, weil, ne, grubbern, da wo schon gegrubbert ist, ist natürlich dann ziemlich schwierig. So, aber ihr seht selber, er grubbert, ne? Nämlich das Helle zum Dunklen hier, da ist mich gesät gewesen. Deswegen wollte er da nicht loslegen. Aber funktioniert einwandfrei, ihr seht auch die ganzen Animationsgeschichten, alles. Was sich dreht, dreht sich, oder muss, was sich drehen muss, dreht sich auch. Ne? Also sehr schöne Geschichte. Ich lasse das gute Stück jetzt einfach mal hier eine Runde ausgehen. So, und falte es nochmal zusammen. Das werden wir uns jetzt auch mal angucken. Sieht mal schön, wie sich das Ganze, auch die Schlauchgeschichte, schön mit zusammenfaltet. Und dann absenkt. Ich muss es natürlich dann, wenn wir es mitfahren würden, noch natürlich wieder hochheben. Sollte natürlich entweder einen ziemlich stabilen Traktor haben, mit einigermaßen guten Eigengewicht, so wie ich das jetzt hier habe, oder halt dementsprechend dann vorne ein Gewicht dran setzen. Ne? So, ich laufe nochmal hin. Wir sind noch nicht fertig hier auf dem Feld. Einen haben wir noch auf dem Feld, einen haben wir noch. Da marschieren wir hin. Hier ist es gegrubbert, da sollte das Ganze funktionieren, weil das nächste, was ich jetzt hier habe, hinter dem Cerion hier, ist eine Lemken-Sämaschine. Da haben wir es. Kompakt Solitär 9. Auch die zeige ich euch zuerst im Shop. Finden wir unter Normal Seetechnik. Hier haben wir sie. 45.000 kostet das gute Stück. 2.500 Liter gehen rein.
ist eine Sämaschine für die normalen Standardfrüchte, halt Weizen, Gerste und Co. Ist, ne, wird gegrubbert dementsprechend vorher. Und wie gesagt, man kann hier die Felgenfarbe noch auf grau ändern, wenn dann das lieber ist. Hier sieht man die ganze schöne Verschlauchung und sowas. Das ist alles dran und da. Ne, man kann natürlich auch schön hier die Klappe auf und zu machen, oben die Abdeckung. Und dann läuft das Ganze. Ich mache das gute Stück mal an. Mach mal den Helfer an, dann sehen wir hier nämlich, texturenmäßig ist natürlich alles aktuell. Und ihr seht, er seht, oder so ähnlich. Ne? Auch hier vorne die Animation, wo gegrubbert oder gescheibeneckt wird sozusagen. Alles da, die komplette Reifengeschichte, alles bewegt sich hervorragend. Und ganz hinten hat man es gesehen. Ne? Ja, da seht ihr das gute Stück. Das ja, sieht sehr gut aus, funktioniert sehr gut, tut seinen Sinn und Zweck. So, ja, das hat doch schon mal was. Dann würde ich sagen, ich skip mal und guck mal, wo ich lande. Da landen wir, das ist doch schon mal ganz okay. Und wir fangen mal eine Runde an, hier gleich um die Ecke. Nämlich als nächstes habe ich hier einen Zugmaschine, nämlich einen LKW. Da seht ihr es selber, den gibt es also mit den Gardinen und mit den Hängeschilderchen da oben oder ohne. Das ist, ich möchte es nicht aussprechen, jetzt, ja, ich sage es garantiert falsch, deswegen lasse ich es lieber. Ist halt ein einfacher kleiner LKW, hier dementsprechend mit Kupplung dementsprechend, die man an- und abwählen könnte, nochmal extra zusätzlich zur normalen Aufnahme. Wir haben hier die Lichtgeschichte in zwei Stufen, ne? Vorne, hinten und hier hinten auch das normale Licht, funktioniert auch alles. Wir haben hier Blinker, die auch an den Seiten und auch vorne funktionieren. Also das ist schon mal sehr schön. Auch hier am Seitenteil und auch hinten funktioniert das Ganze. Wenn wir uns das Ganze von innen angucken und hier Licht anmachen, ja, passiert nicht sonderlich viel. Nämlich eigentlich gar nichts. Wenn ich jetzt hier den Motor anmache, dann seht ihr selber, auch dann passiert mit dem Licht nichts. Aber wir haben eine Zeigerreaktion da. Also das ist wenigstens da. So, dann mache ich das gute Stück aus. Ich habe das jetzt hier oben mit diesem Windspoiler, seht ihr selber, ne? Der ist dementsprechend sonst nicht da und auch die Vorhanggeschichte hier, die kann man dementsprechend wählen oder abwählen oder anwählen. So, wir haben ihn hier ganz hinten bei LKW stehen, der kostet so gut wie nichts, nämlich 20.400 und so sieht er halt aus. Wir haben halt die Variante dann, ne? Mit Accessoires, mit Spoiler und mit Spoiler und Accessoires, wenn man halt die den Spoiler oben nicht nimmt, hat man auch die oben die Scheinwerfer nicht. Das ist immer ein Punkt, was man mitbedenken muss. Und dann haben wir halt noch diese Gardinengeschichte, die hier vorne extra kommt. Die Seitenvorhänge sind eh da. Ne? Dann können wir hier zum normalen Aufnahme halt das Zugmaul hinten dementsprechend noch setzen. Das geht auch. Und wir haben von entweder 200 PS oder 243 PS. Das ist die Auswahl, die wir haben. Wir haben Hauptfarbe, so ziemlich, ne, eine bunte Mischung da. Können wir auch hier in Rot machen, wenn wir wollten. Und Felgenfarben haben wir auch ein ganzes Sortiment da. Kann man also zusammensetzen, wie man gerne möchte. So, ja, ich würde sagen, ich mache nochmal hier den Motortest und fahre einfach mal eine Runde weg. So, da ich hier selber ein Hindernis gebaut habe, parke ich immer rechts hier jetzt. So, da haben wir es. Ja, also ein ganz normaler LKW, texturenmäßig so, außen ist er halt in normal eher dem matt gehalten. Innenausstattung, ja, da könnte man noch ein bisschen dran feilen. Das mit den Zusätzen und hier auch mit den zusätzlichen Scheinwerfern, dass wenn man da den Spoiler oben will, dass das funktioniert. Also, dass dann die Scheinwerfer auch in der Lichtschaltung mit drin sind, finde ich sonst sehr gut. Auch wenn man hier die Raster und sowas anguckt, das sieht eigentlich ganz okay aus alles. Ist halt nicht mehr nicht diese Hochglanzvariante, sondern eher die matte Version. So, jetzt gebe ich hier nochmal und wir landen bei Hängern. Aber ich werde mit dem nicht anfangen, ich werde mit dem hier anfangen. Wir haben nämlich jetzt noch schön drei Hänger am Start. Einmal das gute Stück hier, da fangen wir auch zuerst mit dem Shop an. Das ist immer die einfachste Geschichte. Muss mal gucken, welche Reihenfolge die jetzt hier sind, weil natürlich hier alle drin sind. Da haben wir es auch schon. Das ist ein Karmaz-Hänger, da haben wir das gute Stück. Ne, das ist die Normalversion mit 8000 Litern. Wir haben hier Farbauswahl, das ist halt die Originalfarben eher. Wir haben auch diesen metallischen Look hier hinten schon mit ne, dreckig drin und sowas. Das lässt sich dann auch machen. Kapazität lässt sich durch Holzschotten auf 15.000 oder auf 18.000 anheben. Und sonst geht es wieder zurück. Und wir haben jetzt Karmaz, Zill oder
die Version 3-Reifen, was auch immer die Version 3-Reifen sein sollen. Die Kamas und sowas sind zum Beispiel Zwillingsbereifung. Ne? Ja, das ist die Version und die seht ihr jetzt hier auch vor uns. Ihr seht hier unten so ein bisschen auf alt gemacht, ne? Auch hier hinten sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Die Holztexturen sind eigentlich auch ganz okay, finde ich, muss ich sagen. Ne? Insgesamt, ja, ist es natürlich ein Drehschemel, aber man sieht selber hier die Verkabelungsgeschichte und sowas, das ist alles da. Also da kann man sich nicht beschweren. Ne? Auch wenn wir den Lichtpart anmachen, das funktioniert. Auch die Blinker links und rechts. Am Traktor geht es, deswegen zeige ich es jetzt hier nur hinten bei dem hier. Das funktioniert und wenn wir das Ganze abkippen, kippt das Ganze entweder schön zur Seite, so wie es jetzt hier seht. Ne? Mach das Ganze jetzt mal wieder zu. So. Und wir können auch genauso gut die Abkippseite zur anderen Seite wählen, weil wir können hier links oder rechts abkippen. Ne? Dann, klar, kippt er halt da zu der Seite, was die sinnvollere Seite ist, weil da natürlich die Halterungsschotten oben nicht da sind, weil er hier ja oben ohne den Holzpart auf der Seite auskommt. Ne? So, das war der hier. Dann steigen wir hier gleich mal wieder aus, marschieren zum nächsten. Das ist wieder einer von den praktischen, muss ich mal so sagen. Lief unter MMZ ist die Bezeichnung, wie die Buchstaben in Deutsch dort stehen. Wie ihr seht, habe ich hier die maximale Kapazität gewählt, wie die mit Holzschotten hier zu erreichen ist. Wir haben hier einen Dreiachser, Drehschemel, auch hier Verkabelung ist sowas schön da, so wie es sein muss, nicht nur dran gehängt. Und wir haben zwei einzelne Behälter, die wir hier dementsprechend entleeren können. Was ich schon wieder sehr praktisch finde, muss ich sagen. Weil schnell hat man, wenn man einen kleineren Hof hat oder doch einiges transportieren will, kann man hier halt eine große Menge transportieren von einer Sorte. Oder wenn man halt zwei kleinere Bestände hat, kann man die halt auch gleichzeitig transportieren. Finde ich schon sehr gelungen. So, da haben wir das gute Stück. So sieht er nochmal aus. Eine Kapazität von 12.000. Also man kann ausgehen, dass es 6 und 6 sind. 17.000 hätten wir jeweils 8.500 Kapazität. Die Holzschotten würden uns 2x10.000 und die komplette größte Variante wären 2x14.000, aber also 28.000 Liter bringen. Also das ist schon ganz ordentlich. Design sind hier einfach nur auch Aufklebergeschichten und sowas, was man hier an der Seite machen kann. Nummernschilder kann man hier hinten einblenden lassen oder nicht. Das seht ihr hier, wo die Maus sich dreht. Und man kann auch die Bretter zu einem Gitter machen lassen. Auch das ist dementsprechend machbar. Wir haben hier noch die Möglichkeit, die Farbenfelgen zu wählen oder hier die. Ne? Das in Rot für die Säufe sieht sehr gut aus. Ne? Designfarbe in Grau, das ist halt das komplette Untergestell. Ne? Und wir können auch die Etikettenfarbe, also die Aufkleberfarben, sowas wie ihr seht, sind jetzt hier in Gelb, weil ich Gelb gewählt habe. Auch das könnt ihr wählen. Also schon ziemlich viel mit dabei, muss man sagen. Und hier ganz unten haben wir noch die Variante, da können wir zwischen zwei Reifentypen wählen. Also ein sehr schönes Gerät, muss ich sagen. Sieht auch sehr gut aus. Ich kann das Ganze hier mal kippen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das noch genau war, das vordere oder hintere zu kippen. Ja, ich komme irgendwie, meine Kamera geht schon wieder quer hier. So. Ich weiß es momentan echt nicht, wie. Achso, Moment. Mit U schalten wir natürlich durch, ob wir jetzt hinten oder vorne die Ladefläche kippen wollen. Und nicht nur, ob welche Seite das ist. Ne? Hier seht ihr selber, jetzt habe ich zum Beispiel nach hinten gekippt. Wenn ich das jetzt mit U umschalten möchte, geht so nicht. Also es lässt sich immer nur einer zur Zeit kippen. Wesentlicher Punkt. Sobald der jetzt wieder zurückgekippt ist und die Klappen hier wieder hoch sind, seht ihr selber, ist das U wieder da und dann kann ich halt nach. Ne? Ich kann vorne, hinten und links und rechts durchwählen. Also wir können also in beide Richtungen kippen, aber halt nicht beide gleichzeitig entleeren. Was jetzt das Aufklappen ist, gehe ich mal davon aus, dass wenn keine Schotten da sind, dass wir ihn als Ballenträger vielleicht sogar benutzen können und dass die Seitenschotten dann runterklappen. Das sieht man jetzt hier nicht, weil ich natürlich jetzt hier die Größtkapazität-Variante gewählt habe. So, ja, dann kommen wir noch eine Runde weiter, weil ich habe noch mal Hänger am Start. Genau. Und zwar habe ich hier einen schönen Drehschemel am Start, so wie die wir schon hatten. Das ist nämlich hier in Wilton, wie ihr hier seht. Schön mit einer vernünftig aussehenden Abdeckplane. Alles schön auf neu. Metall sieht aus.
so wie Metall aussehen muss. Es ist also alles aktuell, was ihr dementsprechend seht, was jetzt die Sachen angeht. Auch oben selbst die Verschlüsse an den Planen und sowas sieht sehr gut aus. Kornschieber, alles ist da. Und wir haben zusätzlich dazu auch noch die normale Zweiachser-Variante, jetzt nicht in Drehschemelform. Und sonst genau das Gleiche, die Kapazitäten ändern sich hier nur. Wenn ihr das runterladet, ist es ein Pack, das müsst ihr entpacken und dann sind die beiden Hänger da einzeln drin. Also ihr könnt ja sogar bestimmen, ob ihr den überhaupt beide haben wollt oder ob euch einer davon reicht, je nachdem, nicht jeder ist ein Fan vom Drehschemel. Ne? So, wir sind bei beiden hier bei 22.000 Liter. Ich zeige es jetzt einfach mal an ihm hier. Typenbezeichnung ändert sich einfach nur. Die Farben und sowas sind nicht so. Wir haben Michelin. Die Farben sind nicht zu wählen. Ich verschluck schon die halben Wörter hier. Wir haben Michelin und Lizard zur Auswahl. 22.000 Liter gehen rein. Ich hüpfe mal eine Runde rein. So, und dann seht ihr selber auch die Texturen der Plane und sowas. Sieht alles sehr gut aus. Und das können wir auch schön einmal abnehmen. Dann seht ihr auch das Gestell, wo halt die Plane dann drüber hängt. Also sieht sehr gut aus. Finde ich sehr gelungen, das Ganze. Und wenn die Plane drauf ist, seht ihr auch hier die Verzurrung an der Seite und sowas. Ne? Und hier das Eingehängte. Ne? Sieht sehr gut aus. Wir können natürlich das gute Stück auch eine Runde kippen. Dann geht die Plane automatisch weg. Und wie ihr seht, klappt er dann schön nach hinten weg mit einer normalen Hydraulik. Wenn wir das Ganze wieder runternehmen, wenn wir die Hilfegeschichte hier anmachen und wenn er unten ist, dann sehen wir, dass wir hier mit U auch links-rechts Abkippseiten wählen könnten. Ne, seht ihr selber, das funktioniert auch. Dann geht das Schott, gehen die Schotten an der Seite schön auf. Also finde ich einen sehr gelungenen Hänger, muss ich sagen. Und wir haben auch hinten den Kornschieber. Brauche ich jetzt nicht extra zeigen. Die Geschichte ist die gleiche. Er kippt halt auf, der Kornheber geht auf und dann fängt er an, nach hinten zu kippen. Ne? So, ja, ich würde sagen, das sieht spitzenmäßig gut aus. Und ich würde sagen, dass es das war. So simpel ist es nämlich. Wir sind tatsächlich am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über einen Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.